Hallihallo und willkommen bei unserem nächsten Lindy Snack. Hier geht es um die Lindy-Strategie. Wie gestalten wir unseren Tanz gemeinsam? Und dann natürlich auch, wie erfreuen wir dabei unser Mädel, mit dem wir tanzen, besonders? Ja, nichts leichter als unsere Mädels zu erfreuen, natürlich. Und es ist sehr, sehr leicht. Ja, aber dieses Thema ist natürlich etwas breiter, das können wir in einem Snack nicht decken. Aber wir können uns konzentrieren auf den einen Teil, sprich auf die Strategie. Und Lindy, wie gehen wir den Tanz vom Anfang an, von dem Moment an, wo wir die Dame aufgefordert haben? Weil es gibt nämlich eine Strategie, die uns das Ganze sehr, sehr erleichtert. Wir sind sehr aufgeregt, weil wir stehen hier in unserem neuen Studio zum ersten Mal. Und Tada! wir machen gerade einen Testlauf. Es ist noch nicht ganz fertig, aber wir hoffen, es gefällt euch mal schon jetzt. Falls der Ton nicht so ganz super ist und es ein wenig halt, ja, wir entschuldigen uns gleich dafür, aber es wird mit im Laufe der Zeit besser. Na gut, es geht los mit unserem Lindy-Snack. So, es geht los. Wir starten mit der Phase 1 und das ist dieses Einschwingen zur Musik und dass wir einschwingen überhaupt, dass wir unsere gegenseitige Schwingung anpassen. Zum Kennenlernen. Ja, dann gehen wir zu Phase 2. Das sind die alles Basics, aber alles, was eine geschlossene Haltung ist. Ob Six Count oder Eight Count. In welcher Form auch immer. Entweder auch mit einem Front-to-Back oder Shigo-Sigos, wie wir das nennen. Und dann auch noch Lindy Circle. Damit haben wir schon ein wenig das Fundament unserer gemeinsamen Bewegung schon etabliert. Unsere Und dann, gemeinsame Tanzbeziehung. Drama. Damit können wir schon zur Phase 3 gehen. Das sind so leichte offene Drehungen, ob das jetzt Duckturn ist oder Right Side Pass, Sugar Push. Gerade, dass wir so in eine leicht offene Position kommen und ein wenig dann das Ganze weiter vorantreiben. Dann kommen wir zu unserem heißgeliebten Swing-Out, natürlich in der Phase 4. Denn nämlich, Swing Out ist gar nicht so ohne von der Technik, von der Connection her. Es ja, fordert uns schon ein wenig heraus. Deswegen mag ich es nicht gleich am Anfang loslegen mit dem Swing Out. Das ist erst bei uns in unserer Strategie erst irgendwo in der Phase 4. Und was ist jetzt die Phase 5? Im Grunde genommen, Phase 5 sind dann die kleinen Spielereien. Beziehungsweise Variations. Daran. Das sind einfach Spielereien mit den Rhythmen, dass man noch mehr in Tiefe in die Musik eintaucht, natürlich auch gemeinsam Spaß hat und dass so Elemente sind, die dann spontan auch im Tanz entstehen und die dann einfach den Tanz auch sehr, sehr besonders und einzigartig machen. Es kommt noch ein Tipp, den viele dann übersehen. Wenn man dann gut, man sagt, man baut alles von Phase 1, 2, 3, 4, 5 und dann, Phase 6 und Phase 7. Ja, aber ich mag es dann wieder zurück, immer wieder zurückzukommen, wie eine Spirale von Phase 5 zurück zu Phase 1, 2, 3, je nachdem, dass wir immer wieder unsere Kommunikation pflegen und etablieren und nicht das Hochschrauben ins Unendliche, weil im Social Dance könnte das dann zu einer Hektik führen und das natürlich wollen wir nicht. Vor allem für die Damen wird es dann manchmal sehr stressig und auch die Damen sind froh, wenn sie dann einfach mal sich wieder ein bisschen entspannen können, den Herrn führen können, lächeln können und dann schaut das alles ja noch viel, viel besser aus. Und letzter Tipp am Ende des Noch ein Ganzen, Tipp. noch so viele Tipps. Natürlich dann, wenn man den Tanz abschließt und dann zu jemand anderen dann geht
das ganze Spiel natürlich von vorne. Bei jedem Tanz, bei jedem neuen Partner geht das Spiel von vorne, damit wir wieder neu uns kennenlernen. Auch wenn wir einander schon lange kennen, es ist trotzdem sehr, sehr gut, wenn wir wieder mal von neu das Ganze anfangen, weil wir kommen als andere Menschen von dem, jeder von seinem Tanz, und es ist dann schon gut, dass wir wieder einmal uns auf derselben Buchseite befinden. Also durchatmen, wenn man zum nächsten hingeht, lächeln, wieder einschwingen. Und dann wird jeder Tanz sehr ein entspannendes, lustiges Erlebnis. Viel Spaß!